Wie ist die aktuelle Biber-Situation im Landkreis? Im Landkreis haben wir ca. 125 Biberreviere. Das wissen wir insofern ziemlich genau, als wir vor 2 Jahren eine Biberzählung gemacht haben. Gut, es werden ein paar dazugekommen sein. Vielleicht 5, vielleicht 10, vielleicht 15 Reviere. Wir sind in einer Situation, dass noch nicht alle potenziellen Reviere besetzt sein werden. Also es ist noch Platz, aber es wird immer enger. Immer enger für den Biber, insofern als die möglichen Reviere doch immer weniger werden. Er muss also ausweichen in solche kleinen Wiesengräben, wie er hier in der Nähe jetzt auch einen gefunden hat. Hier hat der Mensch allerdings vorgearbeitet. Hier wurde das Biotop als Ausgleichsmaßnahme für die B15-Verlegung hier aus Hochstädt wurde angelegt und der Biber hat es dann angenommen und kräftig verändert. Also der Biber lebt hier praktisch verträglich mit den Menschen zusammen. Auch hier gibt es leider Probleme, insofern als er zum Beispiel den Feldweg, der direkt dran vorbeiführt, untergräbt. Der Biber untergräbt die Ufer, das weiß man, baut Röhren von 5, 6, 8 Meter Länge. Und wenn ein Weg dann zu nah am Ufer führt, besteht schon das Risiko, dass er da einmal untergräbt und dann bricht eventuell die Decke ein und es passiert, was passieren kann. Man stolpert, im günstigen Fall, man bricht seinen Hax, im ungünstigen Fall. Wie schaut es mit den Schadensfällen aus? Haben die zugenommen? Wir haben im Landkreis tatsächlich zunehmende Schadensfälle. Zu Beginn meiner Tätigkeit vor über 10 Jahren kannten wir das Wort Schaden eigentlich noch gar nicht. Hin und wieder mal ein bisschen in einem Getreide, das er gefressen hat, oder Mais, oder dort einmal einen Baum umgelegt. Aber das war alles insofern verträglich, als dass sich alles in den Auwäldern direkt am Inn abgespielt hat. Da gab es so gut wie keine wirtschaftlichen Schäden, zumindest keine nennenswerten wirtschaftlichen Schäden. Inzwischen ist der Biber natürlich in andere Bereiche mit rausgewandert, in kleinere Bäche, kleinere Flüsse, so wie die Rott hier in der Nachbarschaft. Und wenn er da anfängt zu stauern oder im Ufer zu graben, wenn er da anfängt, dann auch in die Forstkulturen zu gehen und dort zu fressen, wenn er in die Maisäcker verstärkt geht, dann gibt es tatsächlich wirtschaftliche Schäden. Wie geht man vor, wenn es einen Schadensfall gibt? Was sind da die Maßnahmen? Der Betroffene, der meldet sich zeitnah bei der Naturschutzbehörde. Die Naturschutzbehörde nimmt den Fall auf, nimmt den Schaden auf. Entweder ein Mitarbeiter direkt oder einer der Naturschutzwachtler, die dann gleichzeitig auch Biberberater sind. Man bestätigt, dass es der Biber war, man schätzt den Schaden und gibt die Schadensmeldung weiter an die Regierung. Und das ist leider ein kleines Problem. Es dauert bis zum Jahresende, bis dann feststeht, wird der Schaden voll ausbezahlt, voll beglichen oder nur ein Teilbetrag, je nachdem, ob es der Topf hergibt oder nicht. Der Topf ist jetzt mit 350.000 Euro fürs Jahr doch einigermaßen gut gefüllt. Bis letztes Jahr gab es nur 250.000 und das hat bei weitem nicht gereicht.